Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village und dem Beagle. Ja, eigentlich eine tragische Geschichte, warum ich heute Resident Evil Village spiele. Denn es ist der Sonntag nach dem 2. Dezember, als das Callisto-Protokoll rausgekommen ist. Und das Spiel hat mich so gebrochen, dass ich jetzt einfach lieber Resident Evil Village mit viel zu wenig Munition spiele. Denn ich weiß, dass ich durchaus mir meinen eigenen Survival daraus mache, indem ich so viel Munition irgendwie verballer. Über Heilung brauchen wir bei mir auch nicht reden. Hätte ich alle Heilung noch, die ich aus Versehen benutzt habe, weil ich den falschen Knopf gedrückt hätte, ich hätte voll über Ressourcen und nicht unter Ressourcen. Aber Leute, es ist hier ein Survival-Horror-Game, ja? Und wenn der Survival alleine dadurch entsteht, dass ich einfach Munition en masse benutze, dann ist doch alles richtig. So, ich muss Strom anmachen. Der Duke macht alles richtig, schläft erstmal schöne Runde. Duke. Und hier ist es so schön, ich drücke auf den Knopf. Ich drücke auf den Knopf und Ethan rennt. Ich drücke in The Callisto-Protokoll auf den Knopf und nichts passiert. Außer man hat mir falsche Angaben gemacht, bezüglich der Knopfbelegung. Ich bin super broken gerade. Ich möchte die Story von Callisto-Protokoll wirklich gerne erleben. Und gleichzeitig denke ich mir, leck mich am Arsch, ich will nicht mehr. Sad Story. Morio versteht das. Ist das immer noch der Duke, der hier am Husten ist? Ich hoffe es doch sehr. Lire, ich würde gern Munition haben. Just saying, ja? Ich weiß gar nicht, warte doch mal, Ethan, warte, ich konnte mich... Ich hab nur die Wahl, nach da unten zu gehen. Okay. Er wirkt immer so angestrengt. Übrigens ist Ethan agiler als Jacob aus The Callisto-Protokoll. Selbst ein 80-jähriger Opa mit Rollator wäre agiler als Jacob. Ich bereue nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Darüber kann ich nicht. Aber darüber kann ich. Fischli, oh Fischli, wo bist du? Toll, muss ich das jetzt wirklich oder kann ich das mit einer Waffe machen? Und einen Moment. Ich habe so wenig Munition, ich will das. Nein! Tut mir das nicht an! Na gut, von mir aus. Morio, du bemitleidenswerte Kreatur. Da auch? Also Morio, ich bitte dich, beruhigen Sie sich doch. Ich weiß, das Leben ist nicht schön, aber... Ihr müsst Morio verstehen. Jetzt ist er schon der Wasserking schlechthin. Hat keine Meerjungfrau, nichts. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Ich kann... da noch etwas zerschießen. Das hätte ich auf der anderen Seite machen müssen, ne? Ja. Wo denn? Was? Da ist doch gar nichts. Wait, what? Morio, beruhig dich, ganz easy. Psch, ganz ruhig, Morio. Das Leben ist nicht so schlimm, wie du gerade denkst. Wirklich nicht. Aber hier habe ich doch was Gelbes gesehen. Sag ich doch. Oh, Morio. Ich muss zugeben, ich habe mehr Mitleid mit Morio als alles andere. Der arme Dude. Der hat einfach ein super beschissenes Leben. Ob der weiß, dass zwei der vier Grafen tot sind und er damit gar nicht mehr so viel Konkurrenz hat?
Er hat ja gesagt, er will vor seinen Geschwistern nicht schlecht dastehen, aber so mal alles in allem steht er als eigentlich nur noch vor Heisenberg schlecht da. Und ja, Heisenberg ist nicht nett, ja. Und Heisenberg macht sich, glaube ich, auch ziemlich lustig über Moriot, ja. Aber eine Ja öffnen, okay? Widerlich. Alles daran ist widerlich, Ethan. Was hast du für Probleme? Mach doch bitte einfach. Ihh, da sind Maden drin. Okay, rüber. Ich erinnere mich an diese Stelle. An diese Stelle erinnere ich mich. An diese Stelle erinnere ich mich. Komme ich noch irgendwie darüber? Komme ich überhaupt noch darunter? So, also das Problem ist nämlich, die sind auf Zeit. Komm schon. Ist okay, alles gut, Ethan. Haben wir. Was ist das denn? Ihr habt doch gerade gesehen, dass ich das aufgehoben habe, oder? Ach, Magnum-Munition, ja krass. Ja, krasser Scheiß, Magnum-Munition, okay. Habe ich meinen Timer eigentlich angemacht? Ich weiß es gar nicht. Nö, habe ich nicht, habe ich einfach nicht. Sieben Minuten haben wir jetzt schon. Das heißt, euch seien 13 gegönnt. Weitere 13 seien euch gegönnt. Nee, warte mal. Falsch. Wir müssen nochmal anfangen, Leute. Das geht nicht. Ja, ich muss erst den blauen machen und dann den weißen. Weil der blaue braucht ja einen Moment, damit es hochkommt. Weil der weiß ja echt lange hält. Aber ich weiß, dass ich hier damals Probleme hatte, weil ich den Rhythmus nicht hingekriegt habe. Ja, ja. Einmal so, einmal so und dann rennen. Ethan, ernst, Ethan, rennen. Nein! Was zum Genüg? Hä? Wie soll ich denn den Orangen machen? Habe ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Hä? Habe ich mich jetzt hier selbst eingesperrt? Ups. Ah, nein. Also, einmal. Zweimal. Dreimal. Machen. Ah, ich hab den gelben, den weißen nicht gemacht. Cool. Okay, nochmal von vorne. Also. Einmal, zweimal, dreimal. Oh, komm schon, Ethan. Er hat den blauen nicht genommen. Kann ich das nochmal machen? Ich weiß es ehrlich gesagt Gott gar nicht. So, wir machen dann jetzt also erst den blauen, dann den orangenen. Ethan, mach doch mal ein bisschen schneller. Und dann rennen. Nochmal den blauen machen. Ah, scheiße. Okay. Also am weißen liegt es eher nicht so. Wäre ich nämlich jetzt noch über den orangenen gekommen. Also muss ich den orangenen in der Mitte definitiv auch nochmal drücken. Okay. No problem at all. Dann warten wir jetzt wieder, bis alles weg ist. Erst den blauen, den orangenen und den weißen.
den Orangenen hier drücken, den Blauen hier drücken und rein, 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 rein. Ethan, Dankeschön. Oh, er ist da vorne. Ich dachte, er wäre bei mir. Ich habe nämlich nicht mehr geguckt, wo Fischli war. Das Weiße ist immer noch oben, okay. Ey, komm, lass mich in Ruhe, Morio. Ich kann für dein Scheißleben nichts. Du bist vieles. Du bist mitleidserregend, aber nicht der Beste. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Wirklich. Wo bist du? Ich gehe doch jetzt nicht auf die Planken, wenn ich nicht weiß, wo der ist. Morio? Morio? Ey, Fischli, wo bist du? Fischli? Morio? Moriboy? Ich will nicht. Okay. Nein, 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 genau das meine ich. Mutter! Ja, das meinte ich nämlich. Ethan, schneller. Danke. Ah! Oh Gott. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob seine Mama gesagt hat, er soll so aussehen, aber. Hab ich eigentlich. Wie viele Granaten habe ich noch? 2 Granaten habe ich nur. Es ist bitter. Der Kampf gegen Morio ist nämlich, weiß Gott, nicht einfach. Frage ist, wo muss ich hin? Da hinten hin? Bestimmt da hinten hin. Aber ich möchte einmal noch hier lang. Der Kampf gegen Morio ist nämlich, weiß Gott, nicht einfacher. Da war der gegen die, Dimitrescu deutlich einfacher. Du Lemurensohn, ey. Aber wo muss ich jetzt hin? Da hinten muss ich hin. Also, no risk, no fun. Komme ich auch wieder da hoch? Das ist eine wirklich interessante Frage. Aber ich lasse doch den guten Loot hier nicht stehen. Hier geht's nicht weiter. Kann ich das wegsprengen? Ich mach's nicht gerne, aber ich werde es versuchen. Indeed. It's possible. Jetzt habe ich was genau erreicht. Außer, dass Morio noch pister ist und ich keine Granados mehr habe. Kann ich denn welche herstellen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann in der Tat welche herstellen. Schießpulver und Metallrist. Eine kann ich herstellen. 2 kann ich herstellen. Ja gut, komm. Ist okay. Es war sogar richtig. Sehr irritierend. Oh, was für ein Fang. Ethan, wirklich? Aber wenn ich jetzt... Habe ich jetzt all das da hinten verpasst? Egal. Kann ich nichts daran ändern. Ich dachte, das wäre optional. Ich muss hier weg. Ja, danke, weiß ich doch. Oh nein. Nein. Wirf. Ups. Das wollte ich gar nicht. Was? Ethan? Ethan? Wohin? Ethan, wohin? Dahin nicht. Wow, was für ein Fang. Gut. Da unten war aber prinzipiell, glaube ich, richtig. Ich muss hier weg! Okay, aber irgendwo hier muss ich doch hin. Warum kann ich nirgendwo hier hin? Das ist jetzt... Ach, Ethan, danke schön. Ich dachte schon. Für 2 Sekunden dachte ich schon, mein Leben wäre zu Ende. Okay.
Okay, also. Was? Dieser doch scheiße, ehrlich. Dass ich meine gute Moon dafür benutzen muss. Kommst du nicht dran? Explosivgeschoss, wie nett. Ist gut, Morio. Ist gut. Alles gut, Morio. Okay. Okay, was hab ich gesehen? Oh. Eine Kurbel. Ja, aber muss ich nicht kurbeln? Ich bin mir relativ sicher, dass ich nämlich kurbeln muss. Er hat die Kurbel aber mitgenommen. Ah, wir können die Zugbrücke da hinten runterlassen nachher. Wie Morio da unten rumraged in the cage. Das ist ja Wahnsinn. Gut, Morio. Beruhigen Sie sich, guter Mann. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Morio. Shh, alles gut. Alles gut. Ah! Okay. Jetzt habe ich ein ganzes Gebiet verpasst, weil... Ist so. Naja, was soll's. Kann ich nichts dran ändern. Wir haben ein bisschen was danach zu tun, in der Tat. Wir können nämlich dann endlich Kurbel die Kurbel spielen. Okay. Das Schleusentor öffnen. Gut. Puh, das war ganz schön aufregend. Morio ist ganz schön wütend geworden. Und jetzt auf einmal ist er nicht mehr wütend? Seltsamer Typ. Ganz seltsamer Typ. Wie, jetzt auf einmal denkt er sich, nein, alles gut. Muss nicht sein. Ich komme auch nicht mehr, versprochen. So, wo war das denn mit dem Schleusentor? Dudes, wo war das? Wo war das? Hallo, wo war das? Das war eine ernst gemeinte Frage, wo war das? Ja. Da hinten ist das Schleusentor. Das ist schön, ne? Hier habe ich Munition gefunden. Schön, ne? Hier geht's nicht mehr weiter. Das ist nicht so schön. Bin ich vielleicht... Hätte ich gar nicht runterklettern müssen, ist es das? Wenn nicht, bin ich für 10 gute Patronen runtergeklettert. Oder waren es 7? Egal. Beides eine schöne Zahl für Munition. Denn ich bin echt out of ammo und wir haben gleich einen Bosskampf vor uns. Der ist wirklich nicht einfach, meiner Ansicht nach. Ich persönlich habe Morio in der Tat schwieriger empfunden als Lady Dimitrescu. Damals zumindest. Ich glaube, dass sich daran auch ehrlich gesagt nicht so viel ändern wird. Chica! So, Chica! So, Chica! So! Ah. Danke. Gib's Fleisch, gib Fleisch, gib gut Chickenfleisch. Flügel. Es tut mir leid, ihr Mäuselis. Es muss sein. Es ist für Isens Gesundheit. Oh. Beide gleichzeitig. Ich habe ja schon sehr viel Mitleid damit, dass ich die armen Chickens hier beseitigen musste. Weil, Leute, ihr wollt Morio nicht mit einem Messer machen. Wollt ihr einfach nicht. Ist einfach so. Wer Morio mit dem Messer machen kann, Respekt, Leute, Respekt. Allerhöchsten Respekt meinerseits. Wir gehen nochmal zum Duke.
Ey, Duke, na, du schläfst immer noch. Du hast alles, was bis jetzt war, verschlafen. Guter Mann hier. Oh ja. Yeah. Oh ja, ich habe gerade geschlafen. Wie geht's so? Ethan, alles gut bei dir? Wir haben aber den... Nein, warte mal, kann ich jetzt... Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Das beim Blocken, der beim Blocken, weil ich auch so gut blocken kann, ne? Mir fehlt Fisch. Alter, was geht in meinem E-Mail-Fach los, Mensch? Was geht... Voll richtig geiles Deutsch. Was geht in meinem E-Mail-Fach, Mann? Nein, Also, ich hätte theoretisch Geflügel und Wild, aber kein Fisch. Aber an Fisch müssten wir zeitnah sogar noch drankommen. Das heißt, ich kann meine Gesundheit nochmal steigern und das finde ich gut. Was haben wir denn da? Dann möchte ich die BW Fisch, brauche ich dafür aber auch. Und feinstes Fleisch. So, was möchte ich haben? Auf jeden Fall die hier. Ja. Aha! Ich weiß, Morio, ich weiß. 3000, wählen Sie ihn, dass Sie kaufen möchten. Eine interessante Wahl. Ja, ne? Finde ich auch. Okay. Was ist der Unterschied? Sollte ich vielleicht vorrätig zwei... In der Tasche habe ich eine. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Das hoffe ich auch, Morio. Das hoffe ich auch. Aber wenn ich das jetzt gekauft habe, kann ich dann in Heisenbergs Fabrik nochmal neu kaufen? Weil die Heilung kann ich ja auch seitdem her nicht mehr kaufen. Zu hungern heißt zu leben. Aha. Mit der kann ich nichts anfangen. Das ist ein bisschen traurig, das weiß ich. Was bist du? Flinte. Ja, mit der Flinte kann ich auch nichts anfangen. Die Rifle vielleicht noch, die Feuerrate erhöhen. Moment bitte. Nachladegeschwindigkeit, das würde der Rifle auch ganz gut tun. Magazingröße Stufe 3. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Hals- und Beinbruch. Ah, ist der nicht lieb? Der ist lieb. So, und jetzt mache ich einen Cut hier rein und nächste Mal kümmern wir uns um das Stromding hier vorn. Und ich würde sagen, dann heißt es schon fast Morio platt machen. So mitleidserregend wie seine Geschichte ist, so schwer ist er auch als Gegner, finde ich. Oder ich habe einfach keine gute Taktik. Der kotzt, der schwimmt, der flutscht. Er kotzt und kotzt und kotzt und spuckt. Morio halt. Okay, haut rein, mein Lieben.